1996 Bocker ist ein Ortsteil von Windischleuba im Landkreis Altenbürgerland in Thüringen. Der Ort ist vor allem durch das seit 1996 jährlich im August stattfindende Bulldog-, Dampf- und Schleppertreffen bekannt. Es ist das größte in Mitteldeutschland. Lage Bocker liegt südöstlich von Windischleuba, östlich von Altenburg und an der Landesstraße 1353 in der Pleißnauer. Die Landschaft und die Gemarkung gehören zum überlösten Hügel. Land um Altenburg am Rande der Leipziger Tieflandsbucht. Im Norden und Osten grenzt Bocker an den sächsischen Landkreis Leipzig. Geschichte: Die urkundliche Ersterwähnung von Bocker fand in der Zeit zwischen 1181 und 1214 statt. Bis 1928 war Bocker in einen sächsischen und einen thüringischen Anteil geteilt. Bocker. Der thüringische Anteil von Bocker gehörte zum Amt Altenburg, das mit dem Naumburger Vertrag 1554 endgültig Ernestinisch wurde und in der Folge zu verschiedenen Ernestinischen Herzogtümern gehörte. Herzogtum Sachsen, Herzogtum Sachsen-Weimar Herzogtum Sachsen-Altenburg, Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg. Bei der Neuordnung der Ernestinischen Herzogtümer im Jahr 1826 kam Bocker zum wiedergegründeten Herzogtum Sachsen Altenburg nach der Verwaltungsreform im Herzogtum gehörte der Ort juristisch zum Amtsgericht Altenburg und bezüglich der Verwaltung zum Ostkreis bzw. zum Landratsamt Altenburg Bocker gehörte ab 1918 zum Freistaat Sachsen Altenburg der 1920 im Land Thüringen aufging seit 1922 gehörte der Ort zum thüringischen Landkreis Altenburg Bocker der sächsische Anteil von Bocker Stand aus mehreren Splitterflächen im Westen und Osten des Orts. Sie gehörten um 1445-47. wie der thüringische Anteil zur Pflege Altenburg. Die Gerichtsbarkeit lag jedoch beim Rittergut Gnandstein und um 1696 beim Rittergut Wolfditz. Der sächsische Anteil von Bocca wurde von Mitte des 16. Jahrhunderts bis 1856 durch das Amt Borna verwaltet, das ab 1547 zum albertinischen Kurfürstentum Sachsen bzw. seit 1806 zum Königreich Sachsen gehörte. Bocca gehörte ab 1856 zum Gerichtsamt Froburg und ab 1875 zur Amtshauptmannschaft Borna. Bei der Gründung des Freistaats Sachsen im Jahr 19 1918 verblieb Bocker als sächsische Exklaven im thüringischen Altenbürgerland Land bestehen. Im Jahr 1928 erfolgten ein Gebietsaustausch und eine Grenzbeeinigung zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Thüringen. Dabei wurden die Splitterflächen von Bocker an Thüringen abgegeben und mit Bocker zur Gemeinde Bocker im thüringischen Landkreis Altenburg vereinigt. Am 1. Juli 1950 wurde Pöpschen nach Bocker eingemeindet. Bei der zweiten Kreisreform in der DDR wurden 1952 die bestehenden Länder aufgelöst und die Landkreise neu zugeschnitten. Bocca wurde dem verkleinerten Kreis Altenburg zugeteilt, der wiederum nun zum Bezirk Leipzig gehörte. Zum 1. Januar 1973 erfolgte die Eingemeindung von Bocca mit Pörpschen nach Windischleuba. Bei der Neugründung des Freistaats Thüringen im Jahr 1990 kam Bocca mit dem Kreis Altenburg wieder zu Thüringen. Seit 1904 ist der Ort Teil des Landkreises Altenbürgerland. Im Jahr 2012 wohnten 217 Personen im Ortsteil. Kirchlich gehört der Ort nicht zur Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, sondern zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Kirchspiel Korener Land